runter, drauf, drauf. So, läuft. Okay. Dann leg mal los. So, hallo liebe Transformer-Freunde. Heute aus gegebenem Anlass dachte ich mir mal, oder wir dachten uns mal, dass wir mal den Transformer himself, Peter Pitt, Trans mal interviewen. Einfach mal ein paar Fragen stellen, wie er zum Bodybuilding kam, wie das Bodybuilding früher war, wie man früher trainiert hat. Allgemein mal damals und heute so ein bisschen vergleichen. Und ja, dann fangen wir gleich auch mal an. Einfach spontan mal ein paar Fragen. Pitt, erzähl mal ein bisschen was von dir für die ganzen Leute, die noch nicht so alt sind und leider nur die Fitnessszene YouTuber kennen, die die wahren Bodybuilder von damals nicht mehr kennen, was sehr traurig ist eigentlich. Ja, erzähl mal ein bisschen was über dich, Pitt. Wann war dein erster Wettkampf? Wie habt ihr früher trainiert? Ihr habt ja früher gemeinschaftlich trainiert, hat ja ein eigenes Studio und sowas. Das Clocks, ein legendäres Studio hier in Deutschland gewesen. Da schieß einfach mal los und erzähl mal ein bisschen was. Ja, wie soll ich anfangen? Ja? Also ich mache ja offensichtlich Bodybuilding schon relativ lange. Ja? Und wir haben vorhin schon zu kurz zusammengefasst, ja, was wir heute so ein bisschen machen wollen. Ja, und dabei ist uns klar geworden, dass wie ich meinen ersten Wettkampf gemacht habe, 1987, ja, also noch keiner hier im Raum, der heute mit dabei ist, geboren war. Ja. Also es ist schon etwas länger her. Ja. Ja, wie hat sich das Bodybuilding von heute zu dem von damals verändert? Ich würde mal sagen, ja, heute ist Bodybuilding massenkompatibel. Ja, ich würde mal sagen, dass diese ganzen Discount-Studios haben natürlich auch eine gewisse Schicht, ja, von Trainierenden entwickelt. Ja, und für diese ganzen Leute, ja, die in diesen Studios trainieren, und die haben ja schon relativ viele Trainierende generiert. Ja? Ja, hat man natürlich auch eine Klasse entwickeln müssen. Ja? Die heutigen Physikklassen, die ganzen Bikini-Klassen und das alles, ja, die sind ja erst möglich geworden, ja, durch diese Discounter-Studios. Ja? Ja, und dadurch, dass Bodybuilding im Endeffekt erschlossen wurde. Ja? Wie ich Bodybuilding gemacht habe, war Bodybuilding, also das hat sich schon darin unterschieden, dass der Verband, in dem wir gestartet sind, ja, der hieß HBBKV. Ja, das heißt also, der hieß Hessischer Bodybuilding und Kraftsportverband. Heute heißt er Hessischer Bodybuilding und Fitnessverband. Ja, und das hat sich schon darin unterschieden, ja, dass wir also in der Aufbauphase im Herbst haben wir Kraft-3-Kampf gemacht, ja, und im Frühjahr haben wir Wettkämpfe gemacht im Bodybuilding. Ja, und so war das Jahr dann im Endeffekt auch aufgeteilt. Ja. Ja, man hat probiert, so schwer wie möglich zu trainieren in der Aufbauphase, hat probiert, so viel wie möglich an Masse und Muskulatur zuzulegen, ja, und hat dann im Frühjahr, ja, das Ganze dann radikal umgedreht, ja, und hat brutal Diät gemacht, ja, um dann auf einer Hessenmeisterschaft bestehen zu können. Ja. Jetzt sagt man natürlich heutzutage, ja, wir haben Meisterschaften, die wahnsinns viele Athleten haben, ja, das ist auch wahr, aber ich kenne Bodybuilding-Meisterschaften, ich kenne noch Hessen-Meisterschaften, ja, die haben in der Jahrhunderthalle stattgefunden. Da sind ganze Länderteams gekommen, ja, und haben Schlachten miteinander ausgeführt, ja, da sind die Tschechen gekommen, die Polen gekommen, ja, da war die Hölle los. Ja. Die Jahrhunderthalle war 4, 5, 6 Wochen im Voraus ausverkauft. Ja. Wir hatten immer die Top-Gaststars aus Amerika. Ja. Ja, da war Bodybuilding noch eine ganz andere Nummer. Ja. Wer deutscher Meister geworden ist, ja, der ist auch im selben Jahr Weltmeister geworden, einfach weil der Standard in Deutschland so hoch war. Ja. Und das hat sich heute natürlich verschoben. Ich möchte jetzt natürlich keinen Athleten von heute angreifen. Ja. Ja, wir haben heute eine viel größere Vielfalt in den Klassen. Ja. Aber der Standard in den einzelnen Klassen, ja, der ist damals schon enorm hoch gewesen. Ja. Es ist ja ganz einfach schon, wenn man mal überlegt, ja, eine Profikarte zu bekommen. Ja, ist damals nur möglich gewesen über eine Weltmeisterschaft. Und es hat nur eine Weltmeisterschaft im Jahr stattgefunden. Ja, und es gab nur eine Klasse über 90 Kilo im Schwergewicht. Ja, und in dieser Klasse musste man sich beweisen. Und nur der, der diese Klasse gewonnen hat, hat eine Pro-Card bekommen. Das war ein Mann pro Jahr. Fertig. Ja,
Sag ich, heute haben wir, ich glaube, 5 Mr. oder 6 Mr. Olympia Amateur. Ich glaube, wir haben auch, glaube ich, 5 Arnold Classics jetzt mittlerweile. Ja. Ja, sag ich, heute kriegt man ja im Vergleich dazu die Pro-Cards im Ausverkauf hinterhergeschmissen. Ja, sag ich, ja. Es war einfach anders. Ja. Der Nachteil ist auch gewesen, ja, sag ich, dass wir Videos und sowas nicht hatten. Ja. Ja, das heißt also, wir sind auf Weltmeisterschaften gefahren, ans andere Ende der Welt, haben da Schlachten gemacht und ausgeführt. Ja. Und die sind dann ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr später, war dann ein kleines Bild in der Flix. Ja, oder du bist dann erwähnt worden. Ja. Ja, Peter Trenz ist ins Finale gekommen auf der Weltmeisterschaft in Malaysia. Ja. Ja, sag ich nur mal, um sich das auf der Zunge zergehen zu lassen. Ja. Sag ich, auf der WM in Malaysia, ja, sag ich, waren in meiner Klasse 36 Starter. Der schlechteste in der Klasse, ja, sag ich, war Landesmeister seines jeweiligen Landes. Ich glaube, ich hatte 11 Europameister und 4 Weltmeister in der Klasse. Ja, sag ich, und der Schalesow, ja, sag ich, der das Ding gewonnen hat, ja, ja, sag ich, war ein Athlet, ja, sag ich, der, glaube ich, 1,84 groß war und mit 123 Kilo hart eingewogen ist. Also das wäre dicke Profi-Standard, der ist auch Profi geworden dann, ja, ja, und mit solchen Leuten, ja, sag ich, musste man sich dann, auch wenn man kleinerer Athlet war wie ich, ja, musstest du mit denen mithalten, ja. Ja, sag ich, weil es gab nur eine Schwergewichtsklasse und die war ab 90 offen, fertig. Ja, okay. Ja, sag ich, und das war natürlich dann gerade für Leute wie für mich, ja, sag ich, deutlich problematischer, da in der Schwergewichtsklasse Fuß zu fassen. Ja. Ja, heutzutage hast du ja den Vorteil, es gibt eine Klasse bis 100, die wäre ja für mich wie gemacht gewesen. Ja, das wäre ja wie ein Sechser am Lotto gewesen. Ja. Ja, sag ich, damals war es aber leider so, ja, es gab nur eine Klasse bis 90. Ja. Ja. Und das war halt dementsprechend schwieriger. Ja. Sag ich, wobei ich aber die Herausforderung immer geliebt habe. Ja. Und ja, es schon eine tolle Zeit war. Ja. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Jeder hat, glaube ich, so sein Ding. Ja. Ich glaube, der Hauptunterschied zu heute ist halt, wie ich das gerade gesagt habe, dass dass heute einfach vielfältiger ist. Wir haben viele verschiedene Klassen. Ja. Böse Zungen würden jetzt sagen, wir haben für jeden eine passende Klasse erfunden. Ist gut. Ja. Stimmt ja auch irgendwo. Ja, aber das passt schon. Es hat alles seine Berechtigung. Ja. Ja, genauso wie YouTube, Facebook und Instagram seine Berechtigung hat, ja, weil die Welt geht weiter. Ja. Ja, wir fahren noch heute keine Oldtimer mehr, sondern wir wollen Autos fahren, ja, sag ich, die am Puls der Zeit sind. Ja. Und genau dasselbe ist das hier. Ja, man muss sich mit der Zeit weiterentwickeln, ja, ja, oder es frisst einen auf. Schön. Ja, sag ich, trotzdem muss man ganz klar sagen, dass Bodybuilding zu meiner Zeit einfach ganz anders gestaffelt war, ganz andere Grundbedingungen und Herausforderungen beinhaltet hat wie heute. Ja. Sag ich, heutzutage ist es so, ja, sag ich, dass Athleten als erstes mal ein Facebook auf sich aufmerksam machen. Ja, sag ich, und dass das heutzutage auch schon ein Muss ist fast für einen Wettkampfathleten. Ja. Sag ich, damals war das so gewesen, ja, sag ich, du bist dann bekannt geworden, wenn du Sachen gewonnen hast. Ja, sag ich, also es war eine vollkommen andere Reihenfolge. Ja, sag ich, du hast erstmal Erfolg haben müssen und wenn du den Erfolg hattest, dann bist du bekannt geworden. Ja, und nicht umgekehrt. Hm. Genauso, ja, muss man halt ganz klar sagen, hatten wir auch ganz andere Vorbilder. Die Vorbilder, die ich damals hatte, die kennen heute sehr wahrscheinlich die Generation gar nicht mehr. Ja. Ja, sag ich, Dorian Yates ist einer meiner Vorbilder gewesen. Ja. Ja, sag ich, der Kevin DeFaun ist jetzt natürlich momentan, glaube ich, ein großes Ding, ja, sag ich, weil er ein Comeback macht. Ja. Ja. Ja, sag ich, aber die meisten von diesen Urtypen, ja, sag ich, kennen die Leute heute, glaube ich, gar nicht. Ja. Ja. Ja, und das ist halt einfach anders gewesen, ja. Sag ich, unser Training war Hardcore, wir haben probiert, so schwer wie möglich zu trainieren, ja. Sag ich, am Anfang haben wir probiert, viel zu trainieren, so wie Arnold das uns gezeigt hat. Das habe ich relativ schnell gemerkt, dass das für mich nichts ist. Ja, dann bin ich auf diesen Trainingsstil das erste Mal aufmerksam geworden durch den Mike Menzer.
Ja, aber der Heavy-Duty-Stil rein, wie der Mike den gemacht hat, war für mich nichts, weil ich habe relativ schmale Knochen, ja, und habe relativ feine Sehnen, ja, und mein Sehnenapparat war einfach nicht dafür geschaffen, naja, also solche Gewichte, ohne sich vernünftig aufzuwärmen, zu bewegen. Ja, also da waren die Negativ-Einflüsse waren höher wie, ich habe praktisch 2 Schritte vorwärts gemacht und 3 zurück. Ja. Und man lernt ja dazu. Und so kam dann irgendwann, ich glaube Mitte der 90er oder Anfang der 90er, kam, glaube ich, dann der Dorian Yates. Ja, und der hat uns dann allen gezeigt, wie es funktioniert. Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob die Generation heute das noch kennt, das Video Blood and Guts. Ja, das war zu meiner Zeit Kult. Ja. So, es ist leider, glaube ich, nur mit relativ schlechter Qualität zu sehen im Internet. Ja, ja, sag ich, aber ich glaube, es ist für jeden eine Bereicherung, ja, sag ich, sich das mal anzuschauen. Ja, gerade für jeden ernsthaften Athleten, ja, sag ich mal zu sehen, ja, sag ich, mit welcher Technik der Dorian, ja, sag ich, Gewicht auf den Punkt gebracht hat. Ja. Ja, es geht manchmal nicht nur darum, ja, sag ich, schwere Gewichte. Ich meine, der Kai Green tut das ja alles zelebrieren heutzutage. Ja? Ja, sag ich, und probiert uns allen, uns allen ist mittlerweile klar geworden, ja, sag ich, dass Gewichtheben und Bodybuilding 2 verschiedene Paar Schuhe sind. Ja? Zur damaligen Zeit war es aber so gewesen, ja, sag ich, dass wir das erst rausfinden mussten. Ja? Sag ich, wir haben also probiert, ja, sag ich, mit so schwer wie möglichem Gewicht so gut, so korrekt wie möglich zu trainieren. Ja, sag ich, das funktioniert auch perfekt. Leider sieht man, ja, sag ich, dass alle, auch der Dorian hier, so genauso wie ich, mit dieser Trainingstechnik sich relativ viele Muskeln abgerissen haben. Ja. Es liegt einfach daran, dass die Trainingstechnik eigentlich meiner Meinung nach mit einer der besten ist. Es aber leider eine Gratwanderung ist, weil man, wenn man dafür so ein bisschen prädestiniert ist und eine gute Veranlagung hat, ja, innerhalb, und es, wenn man es ernst meint, ja, sag ich, so viel Kraft aufbaut, dass man fähig ist, sich den Muskel an der Sehne vom Knochen abzutrennen. Ja, also die Schnellkraft ist, tut auch explosiv dermaßen steigen, ja. Ja, sag ich, dass man da wirklich Schwierigkeiten bekommt. Ja. Ja, ist dem Dorian passiert, ist mir mehrfach passiert. Ja, sag ich, ich glaube, ganz viele Top-Athleten der damaligen Zeit, ich glaube, der Kevin hat sich die Brust gerissen, ja, wenn ich mich recht entsinne. Was Ja. hast du dir so gerissen? Oh, was habe ich mir gerissen? Ja, also ich habe mir die Brust abgerissen, ich habe mir den Bizeps abgerissen, rechte Schulter, linke Schulter, Trizeps und jetzt nochmal den Quadrizeps. Ja, also es sind schon ein paar Sachen. Ja. Ja, aber man ist damals auch nur mit Starrköpfigkeit weitergekommen. Man hat nicht die Möglichkeit gehabt, so wie heute, ja, sag ich, dass Trainer da waren, die ihre Erfahrung weitergegeben haben. Ja, sag ich, wir haben das alles selbst ausprobieren müssen. Und selbst dann, wo Trainer da waren, ja, sag ich, bei mir ist ja so gewesen, ich habe 1987 meinen ersten Wettkampf gemacht. Ja, bei den Junioren bin damals Zweiter geworden. Ja, sag ich, habe diese Diät komplett alleine gemacht, ohne Hilfe. Ja, und habe einfach, ja, sag ich, weil ich mir nicht besser zu helfen wusste, ja, sag ich, habe ich, glaube ich, 10 Wochen lang Fisch gefressen ohne Kohlenhydrate. Ja, also ich habe dann mittlerweile nach Fisch selbst gestunken, ja, sag ich, ja. Ja, konnte mich selbst nicht mehr riechen. Ja. Sag ich, war auch ziemlich hart gewesen, ja, aber halt dünn. Ja, sag ich, weil ich ja glaub, 10 Wochen keine Kohlenhydrate gefressen habe. Ja. Ja. Und hab dann einen schweren Unfall gehabt, ja, sag ich, wo sie mir den Unterschenkel amputieren wollten, ja, sag ich, wo ich glaube ich 6 oder 7 Operationen hatte, ja, sag ich, und wo eigentlich meine sportliche Karriere beendet war. Ja, sag ich, habe mich noch daran erinnert, wie ich ins Krankenhaus gekommen bin, ja, sag ich, und immer wieder gefragt habe, kann ich noch trainieren, kann ich noch trainieren, und der dann irgendwann mal zu mir gesagt hat, es gibt schon gute Prothesen. Ja. Daraufhin hat mein Trainingspartner ihn niedergestreckt in der Ambulanz. Ja, sag ich, dann habe ich das große Glück gehabt, dass der Professor, ja, sag ich glaube, das war im Stadtkrankenhaus in Hanau, mich persönlich operiert hat, in, ich glaube, einer sehr, sehr langen Operation, und er mir im Endeffekt das Bein gerettet hat. Ja,
hatte dann aber noch 6 Folgeoperationen und bin dann nach der 6. OP, weil das Bein ständig dazu geheilt ist, ja, auf eigene Verantwortung abgehauen. Ja, so dann habe ich selbst angefangen, mich wieder ja, langsam ins Training zu bringen. Ja, ich habe das schon immer gehasst, wenn andere Leute mir gesagt haben, was ich schaffe, was ich machen kann und was nicht. Ja. Und habe das hinbekommen. Ja, sag ich, und, ja. Sag ich, früher haben sie mir gesagt, dass ich kein Bodybuilder werden kann. Dann haben sie mir gesagt, dass ich kein Schwergewichtler werden kann. Dann haben sie mir gesagt, dass ich kein Profi werden kann. Ja, sag ich, und ich habe das alles gekonnt. Ja. Und wenn ich heute immer höre, ich habe nicht die Genetik dazu. Tja, also es ist mit Sicherheit so, ja, sage ich das, um ganz oben mitzuhalten in der Champions League, ja, eine gewisse Genetik natürlich nicht abzusprechen ist. Ja, das ist mit Sicherheit so, ja, sag ich, aber ansonsten kann ich nur eins sagen, Fakte Genetik. Ja, sag ich, was ich erreichen kann und was ich nicht erreichen kann, entscheide ich. Ja, sag ich, bin ein Mann, ja, sag ich, und ich entscheide, was ich kann und was ich nicht kann. Ja, sag ich, und nicht meine Genetik, nicht der Heilige Geist und nicht der liebe Gott. Ja, ja. Und wer so denkt, ja, sag ich, der kann auch viel erreichen. Ja, meistens ist es so, ja, sag ich, dass die Geneten, ja, von denen, die bereit sind, alles zu geben im Training, ja, sag ich, die bereit sind, Diät machen bis zum Umfallen, ja, ja, sag ich, von denen meistens auf der Zielgeraden geschlagen werden. Ja. Ja, sag ich, wir haben einen Sport, ja, ja, sag ich, der ein Plackersport ist. Ja, sag ich, da geht es um Intensität, es geht darum, was ich geben, bereit bin zu geben. Ja, sag ich, und es geht darum, ja, sag ich, wie hart ich Diät machen kann. Wie hart kann ich zu mir selbst sein? Ja, ich habe mir mal vorgestellt, ja, sag ich, wenn ich das jetzt heute nicht mache, einer von denen, gegen die ich starte, der macht's. Und dann habe ich nicht verloren, ja, sag ich, weil der besser ist, sondern dann habe ich verloren, ja, sag ich, weil ich zu schwach war. Hey! Ja. Und ja, das wollte ich mir nie geben. Ja. Ja. Schwäche wollte ich mir nie eingestehen. Ja, sag ich, und die logische Konsequenz daraus war im Endeffekt dann der Sportstudio-Vlog. Ja, sag ich, das habe ich 99 übernommen. Ja, sag ich, mit meiner damaligen Trainerin, ja, sag ich, der Professor Dr. Martina Hergert. Die ist auch eine Zeit lang, ja, sag ich, meine Lebensbegleiterin gewesen. Ja, ja, sag ich, und da war es eigentlich dann zum ersten Mal so, dass ich Bodybuilding mit Unterstützung machen konnte. Ja, sag ich, dass ich Bodybuilding, ja, dass ich mir mein eigenes Mecker geschaffen hatte. Ja, sag ich, alles war auf das Optimum zugeschnitten. Ja, ich habe 2-mal am Tag trainieren können. Ja, sag ich, habe 8 Beutel Reis am Tag fressen können. Ja, sag ich, ich habe Schläfchen machen können, mittags nochmal. Ja, also es war wirklich alles optimiert. Ja. Bei mir hat sich relativ schnell rausgestellt, ja, sag ich, dass ich auf Insulingaben eigentlich negativ reagiere. Ja. Sag ich habe dann immer Probleme bekommen, dass ich so einen Blähbauch bekommen habe. Ja. Ja, sag ich, also ich habe damit nicht gut funktioniert. Ja. Und ja, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, sag ich, wie kann ich eine insulinähnliche Wirkung hinbekommen, ja, ohne dass ich Insulin applizieren muss. Ja. Sag ich, außerdem hatte ich auch relativ viel Respekt vor Insulin, ja, ja, weil ich kein Diabetiker werden wollte. Ja. Und mein Wissen, was ich heute habe, ja, sag ich, habe ich mir halt erstmal erwerben müssen, ja, und hatte das zu meiner Zeit noch nicht. Ja. Ja. Also habe ich halt dann gesagt, okay, ja, sag ich, wie kriege ich das hin? Ja, sag ich, die logische Konsequenz war, früher hat man noch anders gegessen wie heute, ja, die logische Konsequenz war gewesen, dass ich 8 Mahlzeiten am Tag hatte. Ja. Sag ich, zu jeder Mahlzeit hatte ich einen Beutel Reis. Ja. Sag ich, bei mir ist immer so gewesen, dass Kurzzeit-Testosteron besser gewirkt hat. Also habe ich eigentlich immer Propionat genommen. Ja. Habe also praktisch, ja, sag ich, alle 2 Stunden, ja, sag ich, meine Insulinausschüttung gehabt, darüber, dass ich meine Kohlenhydrate habe. Ja. Ja, sag ich, und habe mir dann mein Wachs mit dazugegeben. Ja.
So, ich habe zweimal am Tag trainiert. Ja, so, ich habe morgens mein Cardio. Ja, so, und das war bei mir nicht perfekt. Ich bin da damit gewachsen wie Unkraut. Ich glaube, zu meinen höchsten Zeiten hatte ich mal 126, 127 Kilo. Ich bin knapp 1,70 Meter. Und auf der Bühne war, glaube ich, das höchste Gewicht, was ich je hatte, 110. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wie wir mit dem Bodybuilding angefangen haben. Das war so um die 1980. Ja, sag ich, da war ich in Hanau. Ja, sag ich, da haben wir uns nach dem Training immer, da habe ich beim Matuszewski trainiert. Das war damals der zweite Vorsitzende vom Hessischen Verband. Ja, und in der Innenstadt war so ein, so wie so ein Burgerladen, es gab noch keine McDonalds und so. Ja, ja, sag ich, das hieß Hamburger Station. Ja, sag ich, und da haben wir uns immer getroffen, wir hatten ja nicht viel Kohle. Ja, ja, sag ich, hatten noch keine Ahnung. Ja, sag ich, uns war nur klar, dass wir viel fressen müssen und viel Kalorien zu uns nehmen müssen. Ja, ja, also haben wir nach dem Training immer Burger und Milchshakes gefressen. Ja, ja, da haben wir dann immer Witze gemacht, ja, sag ich, also so utopische Sachen, ja, sag ich, die gar nicht möglich sind. Ja, und da habe ich immer gesagt, ja, sag ich, 110 Kilo hart. Ja, sag ich, da haben immer alle gelacht. Ja, sag ich, und 2004, sag ich, habe ich dann in New York gestanden, ja, sag ich, bei der Einwaage, ja, sag ich, na, du 110 Kilo hart. Ja, aber hat eine lange Zeit gedauert, dass ich das jetzt mal überlegt. Ja. Sag ich, habe ich da ja, über 20 Jahre dafür gebraucht, um da hinzukommen. Ja. 20 Jahre wirklich mit Konsequenz. Ich glaube, mit einer Konsequenz, die sich die heutigen Athleten, glaube ich, gar nicht vorstellen können. Ja, sag ich, weil ich habe nicht angefangen als Pit Trenz, sondern ich habe angefangen als der kleine doofe Peter aus Hanau. Ja, sag ich, habe eine normale Scheißausbildung gemacht als Automechaniker. Ja, sag ich, habe am Anfang bei Dunlop 3-Schicht gearbeitet. Ja, sag ich, und bin noch trainieren gegangen. Ja, und war halt auch nichts Besonderes. Ich war ein ganz normaler, ja, sag ich, der seine Träume hatte, ja, sag ich, und probiert hat, ja, sag ich, diese Träume zu leben. Ja. Es ist auch keiner zu mir gekommen, hat gesagt, du kriegst einen Vertrag von mir. Ja, sag ich, und du wirst ein Superstar. Ja, sag ich, sondern sie haben mir alle Mittelfinger gezeigt und haben gesagt, bring erstmal Leistung. Sag ich, wer bist du? Noch nie gehört. Ja. Ja. Ja, deswegen glaube ich, dass das heute eigentlich einfacher ist. Ja. Sag ich, gerade über diese Channels, ja, sag ich, glaube ich, dass der Einstieg heute viel einfacher ist. Ja. Sag ich, dass ganz viele Leute heute auch schon profitieren. Ja, ja, auf die eine oder andere Weise, ob sie jetzt Klicks bekommen über YouTube, ja, sag ich, oder irgendwas anderes, ja, ja, es ist heute mit Sicherheit einfacher, ja, sag ich, ist auch einfacher, weil wir heute viele verschiedene Klassen haben, wo eigentlich jeder so sein Plätzchen findet, ja, ja, und früher ist es halt so gewesen, früher hast du wenige Klassen gehabt, und hast in diesen Klassen, ja, sag ich, dich behaupten müssen, fertig. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, die Carmen ist die erste deutsche Meisterin in der Figurklasse gewesen, das ist die Frau von Günter Stierkamp gewesen. Okay. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das war, ja, aber das ist jetzt bestimmt, ja, ich würde mal sagen, über 20 Jahre ja locker. Ja. Ja, das war die erste deutsche Meisterin in der Figurklasse, da davor gab es nur Frauen-Bodybuilding. Ja, zum Beispiel Frauen-Bodybuilding war früher voll. Wir hatten Frauen 1, Frauen 2 und Frauen 3. Ja, zum Beispiel auf der Hessen-Meisterschaft und auf der deutschen Meisterschaft war diese Klasse voll. Ja, sag ich, und da sieht man mal auch, ja, sag ich, wie sich der Zeitgeist weiterentwickelt hat. Ja, sag ich, von dem her, sag ich, wie der Körperkult sich weiterentwickelt hat. Ja, ja, sag ich, was das Ideal ist, wie Frauen aussehen wollen. Heute möchte doch überhaupt gar keine Frau mehr so aussehen. Ja, deswegen hat man ja diese Klassen neu erfinden müssen, ja, ja, sag ich, weil der, es ist ja offensichtlich gewesen, ja, sag ich, dass der, die Beteiligung in der Frauen-Bodybuilding-Klasse immer mehr zurückgegangen ist, ja, sag ich, immer mehr oder immer weniger hat man den Zeitgeist getroffen mit dieser Klasse, ja, sag ich, und immer mehr ist diese Klasse zu einer Freak-Klasse geworden, ja, sag ich, das Problem ist geworden, dann zweifach hat sich dieses Problem dann aufgeteilt, erstens ist es so gewesen, dass die meisten Zuschauer, ja, sag ich, sowas gar nicht sehen wollen. Ja, die wenigsten Frauen wollen so aussehen, ja, ja, und dazu kommt, ja, sag ich, dass nur eine gewisse Schicht, ja, sag ich, von Menschen sowas sehen will. Und damit hat mir die Frauen, die diesen Sport machen, ja, regelrecht ins Abseits gedrängt. Ja? Ja.
Ja, und hinterher hat man dann irgendwann gesagt, boah, die Klasse ist total entgleist. Ja, leider ist es aber so, wenn man das mal jetzt zurückspinnt, ja, die Klasse ist aus dem Grund entgleist, ja, sag ich, weil die Kampfrichter festgelegt haben, was ich machen muss, um zu gewinnen. Ja, sag ich, und das, was die Kampfrichter festgelegt haben, war einfach falsch. Weil die Kampfrichter hatten die Möglichkeit, am Anfang waren viele gute Frauen dabei, ja, sag ich, die den Zeitgeist getroffen hätten. Die waren aber nicht bereit, sich zu ruinieren, um so auszusehen. Gott sei Dank. Ja, sag ich, einige waren bereit, ja, sag ich, sich zu ruinieren. Ja, sag ich, und das ist eine ganz traurige Sache, finde ich. Ja. Sag ich, finde, das Frauenbodybuilding ist ein trauriges Kapitel in unserem Sport. Ja. Deswegen finde ich das auch gut, ja, sag ich, dass heute, ja, sag ich, die Figurklasse und die Bikini-Klasse, ja, sag ich, die Hauptklassen sind. Ja, sag ich, das finde ich wirklich sehr, sehr gut, ja, sag ich, weil das trifft den Zeitgeist. Ja, sag ich, das ist erstrebenswert für junge Frauen. Ja, sag ich, und das ist vertretbar. Ja, sag ich, weil eins sollte man immer mal im Auge behalten, ja. Ja, sag ich, früher ist es so gewesen, ja. Ja, sag ich, mein alter Freund und Partner, ja, sag ich, Frank sitzt oben auf der Terrasse und hört uns wahrscheinlich mit einem Ohr immer mal so zu, ja. Sag ich, und der hat mich 30 Jahre lang begleitet, ja. Ja, sag ich, bei mir ist es so gewesen, ja, sag ich, wenn zu mir jemand gekommen wäre und gesagt hätte, du kannst Mr. Olympia werden, kannst aber leider nur noch 5 Jahre leben, dann hätte ich gesagt, Deal. Aber man muss sich einfach mal überlegen, gerade die vielen Athleten, die heute das betreiben, ja, sag ich, dass das nur ein Lebensabschnitt ist. Ja, sag ich habe das so betrieben, ja, sag ich, dass ich mein Leben dafür geopfert habe. Ja, sag ich habe nichts anderes gemacht. Ja, sag ich, die wenigsten machen das heute so. Und das muss auch gar nicht so sein. Ja, sag ich, aber wenn ich bei der Champions League mitmache, ha? Den Preis will keiner bezahlen, ganz genau. Ja, sag ich, aber wenn ich bei der. Aber sie wollen alle das Gleiche haben, das stimmt. Ja, sag ich, mein, wo hast du mich gesehen meistens? Ja, sag ich, im Studio. Ja, ich habe da gewohnt, genau. Genau. Ja. Ja, sag ich, und heute ist es so, ja, sag ich, dass die Leute, so wie der Franks gerade gesagt haben, ja, sag ich, gar nicht mehr wissen, was man überhaupt für einen Preis dafür bezahlen muss, um so auszusehen. Was man dafür machen muss, um so auszusehen. Ja, sag ich, sehe heute 70 Kilo Athleten in der Physikklasse, die einen tollen Bauch haben, ja, sag ich, und wirklich tolle Figuren haben. Ja, sag ich, und da möchte ich niemanden angreifen. Aber Fakt ist, ja, sag ich, um mit 70 Kilo gute Bauchmuskeln zu haben, muss ich einfach nur wenig fressen. Ja, und ein bisschen Genetik. Ja, und das war's. Ja, sag ich, aber, ja, sag ich, um mit 1,70 m, ja, sag ich, 120 Kilo Haar zu haben. Oder 110 Kilo Haar zu haben. Ja, sag ich, da muss ich die Genetik auf den Kopf stellen. Ja, sag ich muss bereit sein, ja, sag ich, mein Leben dafür zu opfern. Ja, sag ich, muss bereit sein, meine gesamte Energie und Zeit da reinzustecken. Ja, sag ich, unnatürlich, ja, sag ich, geht das in dem Maß nicht clean. Das ist, glaube ich, auch eine ganz klare Geschichte. Ja, sag ich, aber wir machen uns jetzt mal nichts vor. Ja, sag ich, keiner fährt die Tour de France, ja, sag ich, in 2 Stunden die Pyrenäen hoch und runter. Ja, keiner läuft 100 Meter unter 10 Sekunden. Ja, keiner, ja, sag ich, läuft 5000 Meter, ja, sag ich, in, ich glaube, 12 Minuten noch was. Ja, oder 10 noch was, ja, das sind alles Zeiten, ja, sag ich, die man nur damit erreicht hat. Das bedeutet aber nicht, dass diese Leute betrogen haben, sondern sag ich, die Leute haben, wenn ich schlau dope, ja, sag ich, kann ich härter trainieren. Wenn ich diesen Leuten alles wegnehmen würde und die alle unter gleichen Bedingungen trainieren würden, würde sehr wahrscheinlich der Erste immer noch Erster werden und der Zweite immer noch Zweiter. Sie wären nur eine Nummer kleiner. Oder 2 Nummern kleiner, kann auch sein. Ja. Was wollt ihr denn sonst noch so wissen? Ja, wie kam dann der Wandel vom Athleten zum Trainer? Du bist ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer, damals schon gewesen und heute auch noch. Wer war dein erster Athlet oder wie kam es dazu, dass es gibt ja sehr wenige Athleten, die heute Trainer sind. Ja. Wenn du vielleicht darüber erzählst, wie die
Vorbereitungen damals waren, was ihr so anders gemacht habt, was du erfahrungstechnisch mitnehmen konntest über die Jahre. Also ich bin der Meinung, dass die alten Sachen heute noch funktionieren. Heutzutage unterscheidet sich das, glaube ich, daran, dass man ein bisschen mehr Eiweiß isst und ein bisschen weniger Kohlenhydrate. Ja. Aber das liegt nur daran, dass die meisten nicht das Level haben, was man braucht. Wenn man Zeit genug investiert und genug Arbeit und das Level erreicht, was, ja, sag ich, wo man hin will, dann ist man gezwungen, viele Kohlenhydrate zu essen. Weil der Körper, ja, sag ich, regelrecht Kohlenhydrate vernichtet. Ja, im Training. Ja. Ja, sag ich, also wenn ich habe ja früher 8 Beutel Reis am Tag gefressen, ja, ja, und ich habe regelmäßig, ja, selbst mit einer Topform, ja, selbst auf Diät, ja, Cheat-Mahlzeiten einschieben müssen, ja, sag ich, weil mir diese 8 Beutel Reis nicht gereicht haben. Ja, sag ich, und wenn ich heutzutage den Roman beobachte, ja, sag ich, der eigentlich das alles relativ oldschool macht, also relativ so, wie ich das auch gemacht habe, also das ist fast authentisch. Ja. Dann sind wir eigentlich fast bei derselben Menge. Ja, sag ich, der Roman isst 1000 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Er hat genau dasselbe Problem, was ich irgendwann bekommen habe, auch zwangsläufig bekommen. Ja, sag ich, weil das ist nicht genetisch bedingt, ja, sag ich, sondern irgendwann kommst du an eine Grenze, ja, sag ich, wo du deine Ernährung komplett umändern musst. Ja, sag ich, plötzlich ist alles das, was vorher richtig war, falsch. Okay. Ja, sag ich, vorher hast du probiert, ja, sag ich, immer so clean wie möglich zu essen. Ja. Ja, sagt man immer lean, ja, ja, sag ich, macht Muskeln, ja. Das Problem ist aber, ja, irgendwann komme ich an eine Grenze, wo ich mit leanem Essen, ja, sag ich, von dem Volumen, was ich essen muss, so groß werde, ja, also so viel essen muss, ja, sag ich, bin nur den ganzen Tag am Fressen, dass meine Mittelpartie aus dem Rahmen läuft, weil das muss ja verdaut werden alles. Ich meine, wenn ich 8 Beutel Reis am Tag fresse und 2 Kilo Fleisch, ja, sag ich, dazu habe ich, glaube ich, in der Wettkampfvorbereitung 90 Eiklar gefressen. Das muss ja verdaut werden. Also, ja, genau. Ja, ja, sag ich, kann mich auch daran erinnern, ja, sag ich, wir haben noch einen alten Partner, den Lothar. Ja, sag ich, der hat damals, ja, sag ich, den ersten SEC gehabt. Ja, sag ich, der hat mich abgeholt vom Training. Ja, sag ich, ich habe mich nebendran ins Auto gesessen und plötzlich war das Auto schlagartig beschlagen. Ja, an der Seite, meine Seite war komplett beschlagen. Und der Lothar hat die Klimaanlage. Was heißt, gibt's doch ein scheiß Auto. Ich meine, sag ich, das bin ich. Ja. Guckt also der wie der Atomreaktor läuft. Der Atomreaktor. Ja, sag ich, das war das halt. Ich habe so viel gefressen. Ja. Sag ich, die Körpertemperatur war ja dermaßen erhöht. Ja, ja, sag ich, von diesen ganzen Kalorien verbrennen, ja, du bist ja wie ein Atomreaktor, ja, du läufst ja ständig auf Vollgas, ja, ja, sag ich, das ist irgendwann überhaupt nicht mehr, dass ich nicht mehr mit dem Essen hinterhergekommen bin, ja, ja, und ich auch gemerkt habe, dass die Taille jetzt plötzlich zu breit wird, ja, einfach von dem, was ich am Volumen gegessen habe, und dann habe ich angefangen, gezielt Scheiße zu essen, ja, das muss man sich mal vorstellen, ja, sag ich, ein Bodybuilder, ja, sag ich, der sein Leben lang, ja, sag ich, immer darauf geachtet hat, was er frisst, dann habe ich plötzlich angefangen, gezielt Sachen zu essen, ja, sag ich, die hochkalorisch waren, ja, sag ich, also ich habe dann nach dem Training, ja, sag ich, nicht mein Nachtrainingshake genommen, ja, sag ich, sondern bin zum McDonald's gefahren, habe 8 Burger gefressen, ja, sag ich, habe 2 Shakes mit dazu gesoffen, ja, sag ich, habe auf die Schnelle 3000 Kalorien eingefahren, bin schlafen gegangen. Ja, und es hat funktioniert. Ja, vielleicht habe ich 2-4 Einheiten Wachs mehr genommen, ja. Sag ich, aber es hat funktioniert. Ja. Ja. Was ich damit sagen will, ist im Endeffekt, ja, sag ich, genauso wie in der Automobilindustrie, ja, sag ich, ist es auch bei uns im Bodybuilding, ja, ja, sag ich, man lernt von der Formel 1. Ja, sag ich, das ist bei uns dasselbe, ja. Ja, alles, was unter solchen Extrembedingungen funktioniert, funktioniert auch für normale Fitnessleute. Natürlich abgespeckt. Ja, auch logisch. Ja, sag ich, wenn ich keine 120 Kilo habe, ja, sag ich, kann ich nicht wie ein 120 Kilo Mann fressen. Aber ich kann meinen Stoffwechsel trotzdem so tun. Ja? Ja, sag ich, das hat damit nichts zu tun. Ja, sag ich, das sind all die Sachen, die man gelernt hat. Das hat mich dann auch dazu gebracht, ja, als Trainer mein Wissen weiterzugeben, weil ich habe mir gedacht, alles das, was ich mir im Laufe meiner Jahre angeeignet habe an Wissen, ja, sag ich, Wissen ist Macht, ja, sag ich, warum sollte ich das mit ins Grab nehmen?
was habe ich davon? Davon habe ich gar nichts. Sag ich, aber wenn ich dem Sport noch was zurückgeben kann, ja, sag ich, und wenn ich anderen Sportlern, ja, sag ich, das Leben leichter machen kann, ja, ja, nebenbei habe ich auch noch ein bisschen was verdient. Ja. Ja, dann ist das eine schöne Sache, finde ich. Das war eine Win-Win-Situation. Ja. Sag ich, außerdem hat es mir Spaß gemacht, ja. Wo ich selbst nicht mehr an meine Grenzen gehen konnte, ja, sag ich, bei anderen Leuten die Grenzen auszuloten. Ja, das war halt Roman Brack, ja, die Brokart, ja. Ja, sag ich, das war für mich wie ein Reichsparteitag. Okay. Ja, ja, sag ich, dass ich da endlich konnte ich mal wieder mein Wissen fordern bis zum Anschlag, ja, und konnte mal Extremsachen mal wieder machen, ja, sag ich, und beweisen, was geht. Ich meine, das ist auch nicht böse gemeint, ja, sag ich, aber wenn man auf ein Niveau vorbereitet hat, ja, sag ich, und selbst mal trainiert hat von Profis, ja, sag ich, in der Champions League, ja, und Athleten vorbereitet hat, ja, sag ich, auf eine Mr. Olympia, ja, ich meine, wenn ich jetzt mal aufzählen würde, wenn ich vorbereitet habe, mir fallen ja nur grob immer Sachen ein, ja, sag ich, da sind mit Sicherheit auch ganz viele dabei, die ihr gar nicht mehr kennt, ja, ja, sag ich, ja, sag ich, bei den Frauen habe ich vorbereitet, die Stefanie Klopp, ja, wird keiner mehr kennen, ja, sag ich, ist auch Vize-Weltmeisterin gewesen, deutsche Meisterin, Gesamtsieger, Diana Linke-Sippel, ja, auch deutsche Meisterin gewesen, ja, sag ich, die Scuddy, ja, sag ich, mit der Scuddy bin ich ja bis in Amerika gewesen, ja, 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 sag ich, sind bestimmt noch einige dabei, die ich jetzt vergesse, ja, ja, dann tut mir es leid, ja, ja, ich bin halt schon alt, ja, ja. Ja, bei den Männern, ja, sag ich, kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, ja, ja, sag ich, das sind so viele gewesen, ja, sag ich, also wenn man allein mal überlegt jetzt, ja, sag ich, die jetzt Profis sind, ja, ich zähle jetzt nur mal die auf, die Profis sind, ja, sag ich, der Matthias Botthoff, ja, ja, sag ich, dann der Jens Schneider, ja, sag ich, der ist deutscher Meister geworden, bis 80 Kilo bei mir, Gesamtsieger bei der 50. Deutschen Meisterschaft. Das war auch etwas, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, ja, ja, sag ich, den Jens Schneider, ja, sag ich, in diese 80 Kilo Klasse zu drücken, ja, ja, sag ich, und mit einem 80 Kilo Athleten den Gesamtsieg auf einer Deutschen Meisterschaft zu holen. Ja, sag ich, das war was Besonderes. Ja, ja, natürlich, dass es dann noch die 50. Deutsche war, ja, sag ich, war so der Schmankerl, ja, ja. Und die 50. Deutsche war auch, glaube ich, mein bestes Ergebnis, was ich auf der Deutschen Meisterschaft jemals hatte. Da habe ich, glaube ich, von 5 Männerklassen 4 gewonnen plus Gesamtsieg. Ja, habe noch etliche zweite und dritte Plätze geholt bei den Männern. Ja. Also eigentlich ist die Deutsche Meisterschaft an dem Tag meine Studiomeisterschaft gewesen. Ich glaube, wir haben auch noch Junioren gewonnen. Ich glaube, da war der Kenny, glaube ich, noch. Ne, der Kenny ist, glaube ich, erstmal bei den Männern gestartet. Ja. Ja. Sag ich. Und wenn man dann überlegt, ja, sag ich, ich meine, der Kenny ist auch durch meine Hände gegangen, ist ein super Athlet gewesen, ja, sag ich, mit sehr vielen, ja, hätte ein großer werden können. Ja. Ja. Er hat alles gehabt. Die Linie gehabt, das hat alles gehabt. Bombig, ja. Ja. Sag ich, der Markus Hoppe hat mir auch viel Spaß gemacht, ja. Ja, sag ich, der Matthias Botthoff, ja, war auch ein toller Athlet, ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ja. Ja. Sag ich, dann der Jens Schneider, ja. Der Markus Kaminski, Adam Smoll, das sind so viele Athleten, ich kann das gar nicht mehr aufzählen. Ja? Sag ich, wenn ich jetzt nur mal bei den Profis bleibe, ja, sag ich, ist der Patrick Ostolani. Ja, weiß, den werden Sie wahrscheinlich nicht viele kennen. Ja? Sag ich, ist Europameister gewesen, Vize-Weltmeister bis 70 Kilo. Ja, sag ich, Profi in der 2-1-2. Ja? Der Clarence Duvis, ja. Ja, sag ich, aus Belgien, ja, sag ich, mit dem habe ich die Body Extreme gewonnen gegen den amtierenden Weltmeister, ja, sag ich, gegen den Polen. Ja, sag ich, das war ein Geniestreich. Ja, ja, leider, ja, sag ich, ist der Clarence nie in die 212 Klasse gegangen, weil sonst hätte er schon lange mal Mr. Olympia werden können oder er hätte zumindest um den Mr. Olympia Titel kämpfen können. Ja, sag ich, in der großen Klasse ist er vollkommen chancenlos. Ja, sag ich, hoffentlich trifft er irgendwann mal einen Trainer, der ihm das klar macht. Ja, sag ich, weil ansonsten ist der Clarence, ja, sag ich, ein hochbegabter Athlet. Ja, ja, sag ich, was, ja, Dennis Wolf, ja, sag ich, wir stehen heute nicht mehr ganz so gut, ja, sag ich, wir haben uns mal verstritten, ja,
Sag ich, der Dennis will eigentlich auch, dass ich nicht sage, dass ich ihn vorbereitet habe. Ja. Sag ich, Fakt ist, aber ich habe den Dennis vorbereitet. Ja. Ja, sag ich, habe mit dem Dennis Olympiateilnahmen gehabt. Ich habe ihn zum Weltmeister-Gesamtsieger gemacht. Ich habe ihn zum Deutschen Meister-Gesamtsieger gemacht. Ja. Ja, sag ich, und auch die ersten Profi-Wettkämpfe. Ja, sag ich, bin dann nochmal rübergefahren, ja, und habe dann nochmal mit ihm dann zusammengearbeitet. Und dann ist es auseinandergegangen. Ja, sag ich, du, sag ich, sowas kann immer mal passieren, ja, sag ich, ist auch vollkommen legitim. Ja, sag ich, wünsche ihm trotzdem alles Gute. Ja, ja, sag ich, ich habe jetzt mitbekommen, dass er eine Rückenverletzung hatte. Ja, sag ich, hoffe, dass er sich davon gut erholt. Ja, sag ich, weil Fakt ist, der Dennis ist der beste deutsche Profi, den wir zurzeit haben. Ja, sag ich, außer dem Dennis haben wir, glaube ich, nur noch den Ronny in der 212. Ja, sag ich, und den Roman. Roman. Sag ich, der Roman wird dieses Jahr das erste Mal in Tampa an den Start gehen. Ja, sag ich, und vielleicht auch in Chicago. Ja, ist für den Roman, ja, sag ich, sowas wie eine Feuertaufe. Ja, ja, wenn der Roman alles richtig macht, ja, und mit dem Gewicht nicht zu tief runtergeht, weil das ist das, was er falsch machen könnte, ja, sag ich, weil der Roman ist jemand, den man immer bremsen muss zum Schluss. Ja, sag ich, den darf man nicht anstacheln, sondern den muss man, da muss man ein bisschen Fahrt rausnehmen. Ja, ja, dann kann der Roman meiner Meinung nach, ja, sag ich, ein erfolgreicher Profi werden, hat alles dazu. Ja, ja. Und er kann die Tradition der deutschen Profis fortführen. Ansonsten sehe ich nichts in weiter Ferne, was da noch Profi werden könnte momentan. Ja? Ja, sag ich, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, sag ich, wir haben immer gute Profis gehabt. Gerade Deutschland ist dafür bekannt, gerade Hessen. Ja, sag ich, ist dafür bekannt. Wir hatten die meisten Profis in Deutschland. Ja? Hessen. Ja? Ja, sag ich, und ich hoffe, dass der ein oder andere von den Jungen dabei ist, der das durchhält, ja, sag ich, und in die Fußstapfen von uns tritt. Ja, ja, sag ich, dann habe ich den Markus ja noch mal vorbereitet. Kevin? Ja? Habt ihr euch in die Tafel geschlagen? Nee. Wegen des Kopfs und Aufbauen? Wegen was? Aufbauen? Der Fred wollte mit ihm aufbauen. Ich habe mit dem Fred bin schon alles durchgegangen, wo was hinkommt. Der Fred wollte, wie viel Uhr haben wir jetzt? Ja, wollte da sein. Halb sieben, sieben. Ja, Entschuldigung.